So, hallo zusammen. Ich bin Hartan und ich habe beschlossen, ich möchte euch heute ein bisschen was über BATAFS und, wenn man so möchte, meine Beziehung zu BATAFS erzählen. Kommt ein bisschen daher, dass in letzter Zeit haben öfter Leute Fragen gestellt, wie das denn so ist mit BATAFS und wie ich das benutze und nach Tools gefragt, die man da benutzen kann. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also eigentlich könnte ich das auch mal verschriftlichen, wenn man so will. Kurz zu den Inhalten. Ich werde eine kurze Einführung geben in so Notable Features für BATAFS, aber jetzt keine technischen Details oder irgendwas derartiges. Dann werde ich auf so ein paar BATAFS-Features eingehen, die ich tatsächlich recht aktiv benutze, also eigentlich auf quasi all meinen Rechnern. Und dann werde ich noch ein bisschen zeigen, wie ich BATAFS verwalte, also wie ich diese Tools dann bei mir verwende auf den Rechnern, weil ja, man könnte sagen, ich habe es mir nicht ganz einfach gemacht. Aber dazu kommen wir noch. Kurz Einführung in BATAFS. BATAFS ist ein Dateisystem und es ist Teil des Linux-Kernels, was ganz nett ist, weil es dann halt quasi aktiv mit dem Kernel mitentwickelt wird und insofern, ich sag mal, weniger kaputt geht bei Kernel-Updates als andere Treiber. Es ist ein Copy-on-Write-Dateisystem und das hat die charmante Eigenschaft, dass Dateien, wenn ich sie ändere oder quasi irgendwas an Dateien anhänge, dann werden die Dateien erstmal nicht überschrieben, die davor da waren, sondern die Änderungen werden quasi an der neuen Stelle auf meine Festplatte geschrieben. Und das hat ein paar ziemlich nette Eigenschaften, auf die ich dann noch eingehen werde. Damit kann man dann coole Dinge machen. BATAFS ist auch bekannt als Linux Perpetually Unfinished File System. Das hört man dann eher von Leuten, die keine guten Erfahrungen damit gemacht haben. Es ist aber gleichzeitig auch der Standard in Fedora Linux-Distributionen seit Fedora 33, also jetzt seit ungefähr sechs Releases, also 3 Jahren. Und ungefähr so lange benutze ich BATAFS tatsächlich auch schon. Und bisher bin ich persönlich damit sehr zufrieden. So, jetzt die Features, die ich so benutze. Das erste ist so, ich finde, ein recht triviales Feature, weil es eigentlich im Alltag gar nicht auffällt und auch kein Tooling braucht. Das ist die Dateisystemkompression. Und da gibt es so ein paar verschiedene Kompressionsalgorithmen. Da kann man sich einen aussuchen und eine Kompressionsstufe. Ich habe da mal ein kleines Benchmark-Skript geschrieben, weil ich mal wissen wollte, wie die sich so vergleichen. Und naja, auf unterschiedlichen Rechnern mit unterschiedlicher Hardware, da gibt es schon gewisse Abwägungen, die man da treffen kann. Und es ist wie halt immer mit Kompression wenig sinnvoll, wenn man jetzt nur Filme speichert, weil die sind schon komprimiert. Aber wenn man halt viel Quellcode bearbeitet oder Dokumente oder so, dann kann man da schon ganz schön was damit rausholen. Und ich habe da jetzt mal ein Beispiel hier von dem Rechner, auf dem ich jetzt auch die Präsentation habe. Da habe ich mal in mein Home-Verzeichnis gefragt, wie das da so aussieht. Und man sieht halt, diese Zahl bei uncompressed in der obersten Zeile steht quasi 97 Gigabyte. Also so groß wären die Dateien in meinem Home-Verzeichnis insgesamt. Und Disk-Usage sind nur 76 Gigabyte. Also mit anderen Worten, ich spare so ungefähr 20 Gigabyte an Festplattenplatz dadurch ein, dass ich einfach nur diese Kompression anhabe. Und wie gesagt, ich merke davon nichts. Also wenn ich Dateien auf die Platte schreibe, dann werden die halt irgendwo im Kernel in der Abstraktionsschicht komprimiert und landen komprimiert auf der Platte. Und wenn ich sie lese, werden sie wieder dekomprimiert. Geht alles völlig an mir vorbei. Und ist ganz nett, weil ich habe so ein paar Rechner, da habe ich dann tatsächlich mit diesem Trick und noch ein paar anderen Sachen schon ziemlich viel Speicher rausgeholt aus so einer ja, recht kleinen Festplatte. Das nächste Feature, das ich sehr gern mag an BATAFS, sind Subvolumes. Subvolumes kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Dateisystem im Dateisystem oder ein Dateisystembaum im Dateisystem. Und es hat ein bisschen was von Partitionen. Also man kennt das ja so von einigen Linux-Installern, die bieten das Advanced Partitioning an, wo sie dann quasi Home- und Root-Dateisystem in verschiedene Partitionen legen. Das kann dann dazu führen, das habe ich auch schon erlebt, dass die Home-Partition erschreckenderweise voll ist und in der Root-Partition sind noch so 80 Gigabyte frei. Das war nicht ganz Sinn der Sache. Und in BATAFS hat man dieses Problem halt so gesehen nicht, weil diese Subvolumes kann man eben behandeln wie Partitionen, aber die teilen sich den Speicherplatz, den das BATAFS insgesamt hat. Man kann das auch einstellen mit Quotas, also kann man das beschränken, aber erstmal teilen die sich den Platz. Und auf meinen Rechnern habe ich das eben so eingerichtet. Ich habe Subvolumes für Root, für Home und für War. Die werden dann auch an den entsprechenden Stellen gemountet im Dateisystem. Das habe ich mir tatsächlich nicht selbst ausgedacht. Das ist eben Fedora so der Default seit einigen Jahren. Und ich bin damit auch sehr zufrieden. Also das ist ganz cool, weil ich zum Beispiel mit dem Home Subvolume dann gewisse Dinge anstellen kann.
Ich habe dann noch ein Subvolume dazugeschoben, das sind dann die Snapshots. Da schiebe ich eben meine Snapshots rein. Und das ist dann auch schon das nächste Feature. Snapshots sind quasi Subvolumes oder wenn man so will, eine Kopie von einem Subvolume, nur dass halt eigentlich nichts kopiert wird. Das kommt eben aus diesem Copy on Write. Wenn ich eine Datei ändere, dann ist diese Änderung erstmal rekursiv. Also ich fasse eine Datei an, ich ändere den Inhalt und dann wird das ja aber nicht an die gleiche Stelle zurückgeschrieben, sondern woanders hin auf die Platte. Und dann muss ich natürlich auch die Metadaten, die quasi auf die Dateiinhalte zeigen, auch anpassen. Die werden auch wieder woanders auf der Platte hingeschrieben. Und wenn man das mal zu Ende denkt, dann muss ja auch wieder das Verzeichnis, wo die Datei drin lag, das muss ich auch aktualisieren, weil die Metadaten liegen woanders. Und das läuft dann quasi den ganzen Dateisystembaum hoch, bis ich beim Wurzelverzeichnis angekommen bin oder eigentlich die Wurzel des Subvolumes entsprechend. Und was ich dann mache, wenn ich einen Snapshot mache, ist quasi, ich halte einfach den Eintrag von der Wurzel fest und lege mir den irgendwo hin und dann kann ich da später quasi wieder hingehen und den Dateisystembaum traversieren zu dem Zeitpunkt. Das Ganze kostet natürlich ein bisschen Platz, also wenn ich dann quasi einen Snapshot gemacht habe und sich Dateien ändern, dann braucht das halt zusätzlichen Speicher, aber erstmal kann ich damit quasi in die Vergangenheit gucken. Und Snapshots lassen sich auch inkrementell auf andere Dateisysteme sichern, auch ButterFS-Dateisysteme. Damit kann man dann auch gut Backups machen zum Beispiel. Und ich mache auch alle meine Backups mit ButterFS und dann auch mit Snapshots. Und auf meiner Rechnung habe ich das dann eben so eingerichtet. Automatisch wird alle 15 Minuten ein Snapshot von meinem Home-Verzeichnis angelegt. Aufgrund der Art und Weise, wie das funktioniert, weil ich eben quasi bloß diese Referenz auf die Subvolume-Wurzel festhalte, ist das quasi umsonst. Also davon merkt man nichts im Betrieb. Und damit habe ich dann halt so eine schöne Zeitlinie von meinem Home-Verzeichnis, die ich dann auch regelmäßig aufräume. Dazu komme ich auch noch. Und dann zu besonderen Anlässen mache ich noch Snapshots von all meinen Subvolumes. Beispiel zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie ein Fedora-Version-Update gibt, also so von 38 auf 39 zum Beispiel. Oder zu Events wie zum Beispiel der RGB2R oder dem Kongress neulich. Da mache ich quasi, bevor ich da hingehe, Snapshots von all meinen Subvolumes. Dann tobe ich mich da aus und mache mit meinem Rechner, worauf auch immer ich gerade Lust habe. Und hinterher spiele ich einfach meine Subvolumes wieder ein, lösche alles, was ich dazwischen gemacht habe. Und dann ist das quasi so, als wäre dieses Event nie passiert. Vorher hat man natürlich hoffentlich die wichtigen Dinge noch irgendwo anders hingespeichert. Aber damit kann man dann gut arbeiten. Und an der Stelle noch so ein kleiner Warnhinweis. Also, wenn jetzt jemand anfängt, hier begeistert mit Snapshots zu arbeiten und sich denkt, cool, ich habe mein Backup-Problem gelöst. So ein Snapshot an sich ist erstmal kein Backup, weil dadurch, dass sich Snapshots, wenn sich nichts an den Dateien ändert, quasi die gleichen Festplattenblöcke teilen, ist es halt immer noch so, wenn jetzt jemand meine Festplatte einfach knallhart überschreibt, dann ist das halt trotzdem weg, weil ich hatte nur eine Kopie davon. Insofern, das allein macht noch keine Backups, aber dazu auch noch mehr. Und das nächste Feature, das ich auch sehr gerne nutze, ist Deduplication. Das ist jetzt nicht so ein ButterFS-exklusives Feature, das gebe ich zu, das haben auch viele andere Dateisysteme. Basiert aber auf der Idee von Refs oder Reflinks. Das ist im Endeffekt, wenn ich, also im Metadatenblock, wird quasi auf die Daten verweist mit einem Pointer, auf quasi eine Adresse auf meiner Festplatte und eine Länge. Das ist quasi so ein Reflink. Und dann kann ich halt mit so einem entsprechenden Software durchgehen, mal gucken, was habe ich so für Refs und die dann halt zusammenlegen. Ne? Wenn ich merke, okay, zwei unterschiedliche Dateien, aber die haben den gleichen Inhalt, dann kann ich ja die eine Datei auf die andere mitzeigen lassen und dann wird quasi Speicherplatz erstmal frei. Und in ButterFS läuft das eben über eine sogenannte Out-of-Band-Deduplication. Das heißt, erstmal wird der Inhalt auf die Platte geschrieben und dann hinterher wird es mit einem externen Tool dedupliziert. Es gibt auch die In-Band-Deduplication, das macht zum Beispiel ZFS so. Das kann man jetzt wieder abwägen, was man halt, also Vorteile, Nachteile. ButterFS hat halt nur diese Option, daher habe ich da jetzt keine Wahl. Aber das funktioniert sehr gut und auf meinen Rechnern läuft, also jedenfalls auf den Desktop-Rechnern, läuft die Deduplication auch permanent im Hintergrund. Nur auf den Desktop-Rechnern üblicherweise, weil es braucht halt schon eine gewisse Anzahl an CPU-Zyklen. Man kann das Ganze dann aber so ein bisschen auf die Spitze treiben. Ich habe hier mal geguckt, wie das eigentlich aussieht auf der Partition hier auf meinem Laptop, wo ich die Backups von meinem Terminal-Server auf der Arbeit sichere. Und wenn man das jetzt sieht, ganz rechts, referenced, sind 16 Terabyte. Also wenn man all die Dateien nähme, die da drin liegen und nebeneinander legt, dann bräuchte man eine 16 Terabyte Platte. Ist ein bisschen viel.
Dadurch, dass sich eben diese Reflinks teilen, habe ich unkomprimiert, bräuchte ich immer noch 619 GB. Das ist auch viel, wenn man bedenkt, dass es bloß 256 GB sind insgesamt. Und durch die Kompression spare ich dann halt nochmal 400 GB an der Stelle und komme dann eben mit 256 GB aus und habe da die Backup-Historie aus, ich glaube, 6 Monaten liegen. Und das ist schon ziemlich cool. Also, das finde ich schon ganz nett. Und dann gibt es noch so ein paar andere Features, auf die ich jetzt nicht so im Detail eingehen werde. ButterFS hat Built-in RAID, also ich brauche dann kein MDADM mehr zum Beispiel. Auf meinem Laptop, in meinem Desktop-Rechner habe ich zum Beispiel ein RAID 1 mit ButterFS laufen. ButterFS hat auch eingebaut Checksums und Auto-Repair-Mechanismen. Also immer wenn ich Dateien schreibe, werden halt Checksums gebildet und mit abgelegt in die Metadaten. Und wenn ich dann Dateien von der Platte lese, werden die Checksums halt verglichen. Und dann kann es erstmal detektieren, ob da irgendwo was kaputt gegangen ist. Und sofern ich noch eine Kopie habe, zum Beispiel weil ich ein RAID 1 habe auf meinem Rechner, stellt es die Datei dann gleich wieder her und repariert das. Davon kriege ich dann nichts mit. Kritisch wird es halt erst, wenn das dann irgendwo kaputt geht. Eine Frage. Ja, ich gebe zu, das habe ich blöd formuliert. Bei RAID 1 meinte ich eigentlich damit, dass ich dieses Auto-Repair habe. Also, weil ich ein RAID 1 habe, habe ich quasi dieses Auto-Repair, weil wenn er halt merkt beim Lesen, okay, es ist kaputt gegangen, weil auf der Platte ein Bit geflippt ist, kann ja sein, dann habe ich in meinem RAID 1 halt noch eine gute Kopie und stelle es aus der guten Kopie wieder her. Dafür brauchst du die Checksums. Mit den Checksums guckt er halt, ob die Datei, die er gelesen hat, immer noch dem entspricht, was er damals geschrieben hat. Das kann ja auseinanderfallen durch irgendwelche, ich sag mal, schlimmen Unglücke mit Festplattencontrollern oder dergleichen. Und das kann man dann damit eben entdecken. Genau, und auf Rechnern, wo ich kein RAID habe, speichere ich halt immerhin die Metadaten doppelt. Dann kann ich immerhin über die Metadaten vielleicht noch detektieren, dass jetzt der Dateiinhalt geändert ist. Dann kann ich zwar an der Stelle nichts mehr gegen die Dateikorruption tun. Ich kann nur feststellen, dass es so ist, aber dann kann ich mir immerhin Gedanken machen, ob ich nicht vielleicht mal meine Festplatte tauschen sollte. Und das letzte Feature, das ist noch so recht klein, weil man es eigentlich selten braucht. Man kann ButterFS-Dateisysteme online vergrößern und verkleinern. Das braucht man eigentlich nur, wenn man Systeme installiert. Das ist ganz nett, weil man muss nicht rebooten und dann irgendwie von einer Rescue-Installation die Platte mounten, um das Dateisystem zu vergrößern, sondern man kann das halt einfach machen, während der Rechner gerade läuft. Das geht auch in die andere Richtung, kleiner machen geht auch und dann spart man sich da halt ein bisschen Aufwand. So, und dann noch zum letzten Teil, wie genau ich das jetzt alles benutze, weil Snapshots machen sich nicht von alleine, auch diese Deduplication mache ich nicht von Hand. Erstmal zu den Snapshots. Das mache ich mit einem Tool, das nennt sich BTRBK. Das ist initial ein sehr, sehr langes Perl-Skript. Und ich habe so ein bisschen eine Abneigung gegen Perl, weil es ist nicht auf meinem Rechner und die Menge an Dependencies, die es mit sich zieht, die ist enorm. Und deswegen habe ich das Ding eben in einen Container verpackt. Den habe ich auch mal verlinkt, falls das jemanden interessiert. Das funktioniert auch wunderbar jetzt seit 2,5 Jahren. Und das Ganze steuere ich dann eben mit einem Systemd-Service, der dann quasi für mich den Container startet, in dem dann BTRBK läuft. Und dazu habe ich dann noch einen Timer, der für mich regelmäßig diesen Service startet. Und dann habe ich hier mal noch so einen Ausschnitt aus meiner Konfigurationsdatei. Also ich habe das mal gezeigt, weil man kann das eigentlich schön lesen. Ich habe quasi dieses HostFS, da mounte ich dann meine Platte in den Container. Und dann mache ich von meinem Subvolume Home in das Directory Add Snapshots, das ist dann eben mein Subvolume, meine Snapshots. Und jetzt sieht man eben oben noch, ich habe da noch so eine Retention Policy angegeben mit so 96 Stunden, 14 Tage, Sternchen W. Heißt quasi, behalte mir für die letzten 96 Stunden stündliche Snapshots, für 14 Tage tägliche Snapshots und unendlich viele wöchentliche Snapshots. Das hat den Hintergrund, dass ich auf meinem Laptop quasi die Snapshots erstmal nicht lösche, sondern dann, wenn ich von meinem NAS aus den Backup-Job starte, kümmert sich das NAS quasi drum, dass all die alten Snapshots, die ich quasi nicht mehr brauche, dann gelöscht werden, nachdem sie halt auf dem NAS gelandet sind. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Das hat auch den Vorteil, wenn ich halt über Weihnachten zum Beispiel war ich jetzt 3, 4 Wochen nicht hier in der Nähe von meinem NAS. Und dann kam ich wieder her und dann habe ich halt die ganzen Sachen über aufs NAS synchronisiert und ich habe halt nichts verloren in der Zwischenzeit.
Genau, und dann noch das letzte Tool, Deduplication. Das mache ich mit einem Tool, das nennt sich Bees. Das steht für Best Effort Extent Same. Das ist eben so ein Out-of-Band-Deduplication-Tool. Das habe ich dann auch wieder in einen Container verpackt. Das mache ich unter anderem auch deswegen, weil es für mich halt das Deployment vereinfacht. Ich habe halt viele Rechner, die haben immutables Routerfs. Da ist halt quasi so die bevorzugte Möglichkeit, Software auszuführen in einem Container. Und das finde ich auch total cool, weil ich packe dann einfach meinen Systemd-Service drauf. Beim ersten Durchlauf holt er sich den Container, führt ihn aus und es funktioniert. Genau, und da habe ich dann eben auch wieder eine Systemd-Service-Unit dafür geschrieben, die mir das Ganze verwaltet. Und an der Stelle ist tatsächlich auch ein schönes Beispiel, wo Ressourcenkontrolle notwendig wird mit einer Systemd-Slice. Die habe ich hier auch verlinkt. Weil wenn man das nicht tut, dann kriegt dieses Deduplication-Tool völlig mühelos CPU und Festplatte zu 100% ausgelastet und dann kann man auf dem Rechner erstmal nichts mehr tun. Das ist vor allem ein Problem, wenn man das quasi einmal initial macht, weil dann muss er halt einmal alles durchgehen, was auf der Platte so liegen mag und das kann lange dauern und halt dann auch im Betrieb, wenn man größere Dateimengen schreibt, aber wie gesagt, wenn man das eben so ein bisschen bändigt mit Ressourcenkontrolle, dann ist das auch kein Problem. Genau, und das war dann auch schon das Ende meines Vortrags und die Kurzvorstellung, wie ich so ButterFS eigentlich benutze. Frage. Bei der Komprimierung, wie ist es, wenn du irgendwie im Terminal ls-l oder sowas eingibst, welche Größe wird dort angegeben, die komprimierte oder die tatsächliche Dateigröße? Ja. Okay, also die Frage ist, welche Größe angegeben wird, wenn ich mit Komprimierung im Terminal ls eingebe zum Beispiel. Und der nimmt die tatsächliche Größe. Also von der Größe auf der Festplatte hat ls und auch df und so keine Ahnung. Das finde ich dann eben durch dieses comp size raus. Ja, bitte? Gut, das. Das kann sein, also ich habe ehrlich gesagt noch nie verglichen, was der Output zwischen DU und DF für mein Home-Verzeichnis ist. Üblicherweise, wenn ich wissen will, wie viel Benefit ich durch die Komprimierung habe, dann frage ich halt Comp Size, weil in Comp Size steht es halt drin auf der Platte und unkomprimiert und referenziert. Aber cooler Hinweis, wusste ich gar nicht, dass DU die Blöcke zählt. Das hätte mich jetzt nicht auch gewundert, wenn man irgendwie auf den Server geht und irgendwie guckt, ob der Server schon voll ist. Was passiert, wenn irgendwie man keine Log-Rotation oder sowas hat? Und du gibst DU ein und du hast einen komprimierten Server und hast auf einmal irgendwie, wenn da jetzt eine größere Zahl steht, als eigentlich deine Festplattengröße, würde das gut größer verwenden. Ja, also genau. Also wenn die Größe, die rauskommt, größer als meine Festplattengröße, das wäre schon fraglich. Also ja, gebe ich dir recht. Aber bisher hat das eigentlich immer alles Sinn ergeben, so für mich, die Zahlen, die ich gelesen habe. Frage. Wie machst du das mit Dateisystemverschlüsselung? Dateisystemverschlüsselung, ja, gute Frage. Die mache ich im Moment noch über Lux. Es gibt für ButterFS so ein Change-Set, das ist, glaube ich, gerade in Review, das dann eben eCryptFS implementiert, also quasi die In-Kernel-Lösung für Dateisystemverschlüsselung. Aber gerade im Moment ist mein Setup noch, ich habe meine Platte, da eine Partition und dann den Lux-Container und in dem Lux-Container habe ich dann das ButterFS. Gut zu wissen, dann muss ich an der Stelle sagen, ich bin froh, dass ich nicht mit CIFS arbeiten muss. Ja, okay. Noch eine Frage. Ja, vielleicht eine Anmerkung. Also was ich das Interessante an den Snapshots finde, ist, dass sie als Mountpoint funktionieren können. Ich glaube, das gilt nicht im Allgemeinen für Verzeichnisse. Ja. Das heißt aber auch, dass ich mein System, also beispielsweise meine FS-App oder auch mein Unit-FS so einstellen kann, dass es halt
einen Snapshot nimmt und dann halt das Root beispielsweise bezeichnet, nimmt. Und oben damit, wo das kaputt ist, sage ich, dann lieber oben einen anderen Snapshot als Root reinziehen. Ja. Wahrscheinlich so ein bisschen auch, dass es nicht so erst macht, aber auf einer hochgranularen Ebene. Hilft da beispielsweise für Updates. Also du möchtest mal, wenn du noch eine keine Rolling Release hast, von einem auf eine andere Major Version upgraden, mach halt Snapshot, wenn es nicht geht, gehst halt wieder zurück. Genau, ja, das ist richtig. Und man kann auch in der Kernel-Command-Line dann in grub oder was auch immer man zum Booten benutzt, üblicherweise auch per Rootflags angeben, dass man dann in ein bestimmtes Subvolume seines Dateisystems booten möchte. Muss man das Subvolume halt beim Namen kennen. Da bietet es sich an, wenn man sich irgendwie vorher überlegt hat, wie man die Dinger benennt, konsistent. Genau, und das habe ich auch schon tatsächlich ein paar Mal benutzt. Ist ganz praktisch. Und was auch ganz cool ist, das habe ich ein bisschen vergessen zu sagen, diese Subvolumes, also ich kann, wie gesagt, dediziert Snapshots wie auch Subvolumes direkt mounten. Und das hat den coolen Nebeneffekt, dass man in so einem ButterFS-Dateisystem Pfade auf dem Dateisystem verstecken kann, weil man sie einfach nicht mountet, weil man quasi sein Zeug in irgendwelche Subvolumes legt und die ins Dateisystem mountet und dann halt aber die Dateisystemwurzel, wo halt alle Subvolumes drin liegen, die halt nicht direkt mountet. Das macht Fedora auch so, das hatte ich in der Folie gezeigt. Es gibt eben ein Root-Subvolume und das wird dann an Slash gemountet. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn man quasi ls Slash macht, dann sieht man nie alles, was auf der Platte ist, weil es immer noch Subvolumes gibt in der Ebene drüber, die ich aber nicht sehen kann, weil sie nicht gemountet sind. Es gibt auch Leute, das klappt bei mir leider nicht, wegen der Art und Weise, wie ich Backups mache, aber die auf diese Weise quasi ihre Snapshots in ein Subvolume sichern, das sie im normalen Betrieb nicht gemountet haben, einfach damit man es nicht versehentlich überschreiben kann. Aber auch da, Snapshots sind üblicherweise read-only, also du kannst auch read-write-Snapshots machen, aber normalerweise sind sie read-only und dann kannst du die sowieso nicht versehentlich überschreiben. Noch eine Frage. Nur eine kurze Anmerkung, kannst du auch mittels Send-Copy oder so in die Richtung Snapshots auf andere Systeme schützen? Genau, das hatte ich so ein bisschen angedeutet. Es gibt die Befehle ButterFS-Send und ButterFS-Receive. Der eine nimmt quasi ein Snapshot, also ein Read-Only-Subvolume, das ist quasi ein Snapshot, und verwandelt das in so einen Byte-Strom und ButterFS-Receive empfängt in diesen Byte-Strom und verwandelt das auf der anderen Seite wieder zurück in ein ButterFS-Subvolume. Damit kann man halt Subvolumes auch schön zwischen Rechnern replizieren, weil wenn man zum Beispiel jetzt sagt, man nimmt DD, um sein Home-Verzeichnis umzuziehen von einem Rechner auf den anderen, dann kann man halt eigentlich erstmal nur auf Partitionsebene arbeiten und wenn man jetzt halt weiß, mein Home-Verzeichnis habe ich mal mit 500 GB angelegt, aber in Wahrheit benutze ich nur 20, dann kopiert man halt trotzdem alle 500 GB, weil man hat ja keine Wahl. Wohingegen mit ButterFS kopiert man halt einfach nur das Subvolume rüber, also mit Send-Receive, und hat dann am Ende wirklich bloß das übertragen, was man auch gebraucht hat. Das ist auch sehr angenehm, wenn man mal Platten umzieht oder so. Gut, wenn es sonst keine Fragen gibt, danke für eure Aufmerksamkeit.